Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass ihr alle eingeschaltet habt. In diesem Video soll es nochmal um das mysteriöse Update von gestern für die PS4, die Xbox One und den PC gehen. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal auf einen YouTube-Kanal aufmerksam machen. Dieser heißt Team Talos, checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Diese machen wirklich extrem geilen GTA-Content. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab, lasst ihn auf jeden Fall ein Abo da. Aber kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Video. Und zwar soll es in diesem Video, wie gesagt, um das mysteriöse Update gestern auf den Next-Gen-Plattformen gehen. Viele waren sehr verwundert, da wir wissen, dass das nächste Update, welches uns in GTA 5 erwarten wird, das Gunrunning DLC sein wird. Ich war, als ich es gesehen habe und von euch auf Facebook und so weiter informiert wurde, wirklich richtig gespannt, ob wir vielleicht doch ein neues geheimes Auto bekommen haben oder einfach generell neuen Content. Das Ganze war leider nicht so, es war kein Content-Update, sondern eher ein Bugfix-Update. Und zwar werdet ihr bemerkt haben, dass der Infernus Classic immer wieder ausgebrochen ist in Kurven. Das Ganze wurde jetzt gefixt. Das Update war jetzt ca. 100 MB groß. Das Ganze ist im Vergleich von einem normalen Update natürlich sehr, sehr klein. Normalerweise haben wir Updates über 1 GB. Jedoch ist es sehr verwunderlich, dass ein Update, was nur etwas gefixt hat, ganze 100 MB groß ist, da ja nur ein paar Lines sozusagen, ein paar Dateien hinzugefügt werden müssen für die Handling-Meter und dann sollte das Ganze behoben sein. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass Rockstar noch etwas anderes gefixt hat und etwas Geheimes sozusagen dem Spiel hinzugefügt hat. Sollte sich herausstellen, dass Rockstar noch irgendwas anderes geändert hat, werde ich darüber auf jeden Fall ein Video machen oder es auf Facebook, Snapchat und so weiter posten. Falls ihr also dann mir noch nicht folgen solltet, über Links in der Beschreibung und auch mein Insta-Name und so weiter und so fort, checkt es auf jeden Fall mal ab. Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich wollte euch nur ganz kurz darüber informieren, da ich viele Fragen über das Ganze über Facebook, Snapchat und so weiter bekommen habe. Ansonsten werde ich auch oft gefragt, wie mein PSN ist, da ich ja jetzt eine PlayStation habe. Und zwar ist der Name JulexYT. Alles klein, bis halt auf der Anfangsbuchstabe. Falls ihr hier neu sein solltet, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Und falls ihr hier schon Abonnent sein solltet und diese gute Entscheidung getroffen habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ich solche Videos hier öfters machen soll. An der Stelle bin ich jetzt auf jeden Fall mal raus. Haut rein und Peace!